Hallo liebe Forellenfreunde, heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Köder aus der T-Bait-Serie richtig an den Haken bringe. Die Forelle ist ein Raubfisch, das heißt am besten ist es, wenn der Köder sich im Wasser verführerisch bewegt, Druckwellen aussendet und genau das erreichen wir mit der richtigen Beköderung. Und jetzt werde ich euch Schritt für Schritt zeigen, wie ich die Köder an den Haken bringe. Hier haben wir jetzt den T-Reap als ersten Köder. Das ist der wahrscheinlich am einfachsten zu beködernde Köder aus der Serie. Und zwar nehme ich mir einen der Köder, nehme meinen Haken und steche den Köder einfach an der schmalen Seite, sage ich jetzt mal, ein und fertig. So ist der Köder fängig angeködert. Hier im Wasser sieht man jetzt schön, wie der kleine Twisterschwanz sich bewegt und verführerische Druckwellen aussendet. Als nächstes kommt der T-Mac, die klassische Bienenmadenform. Hierzu nehme ich mir erstmal zwei Köder für die klassische Beköderungsvariante aus dem Glas. Die erste Gummimade steche ich hinten ein, ich steche die immer an dem hinteren Teil, an dem dickeren Ende ein, mit der flachen Seite nach innen und ziehe sie auf den Haken auf, komplett. Jetzt ziehe ich das hintere Teil hier über den Knoten, so dass die Made gerade auf dem Hakenschenkel ist. Dann greife ich hier den Hakenschenkel, nehme die zweite Made und ködere sie auch wieder mit der flachen Seite nach innen einfach an und steche sie hier aus. Jetzt habe ich diese klassische Bienenmaden-L-Form, die sich verführerisch im Wasser dreht und starke Druckwellen aussendet. Als weitere Anköderungsoption für diesen Köder ist es, diesen genauso wie den T-Reap einfach hier hinten einzustechen, an der schmalen Seite und fertig. So dreht sich die Bienenmade auch verführerisch im Wasser. Als nächstes möchte ich euch den T-Turn zeigen. Ja, wir haben hier so eine Art kleinen Chat. Da nehme ich mir einen Köder raus. Und dieser wird jetzt wie ein L, die L-Form ist ja bereits vorgegeben, aufgezogen. Hier muss ich darauf achten, nachdem ich ihn hier komplett aufgezogen habe einmal, dass ich nicht hier mittendrin schon rausgehe. Jetzt macht er wirklich nur ganz wenig Aktion. Wenn ich aber den Köder nehme und ziehe ihn komplett auf, das heißt, ich gehe kurz bevor der Schwanzteller anfängt, aus dem Köder raus mit der Hakenspitze, so wie hier, habe ich einen extrem stark rotierenden Köder. Man sieht jetzt hier im Wasser, wie stark der Köder rotiert und starke Druckwellen aussendet. Das ist genau das, was die Forellen wollen. Ja, wenn ihr so die Köder an den Haken bringt, steht eurem Fangerfolg nichts mehr im Weg. Wichtig ist immer kurz vor dem Angeln nochmal zu kontrollieren, ob die Köder auch wirklich optimal sich drehen und laufen. Ja, und dann wünsche ich euch mit unseren Ködern viel Erfolg und vor allem viel Spaß am Forellensee. Bis bald, ciao.